Ja, hallöchen Leute und willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt. Und zwar das Projekt, das jetzt halt im letzten Vote gewonnen hat. Der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Erschienen im Jahre 2004 von EA Games. Für die Xbox, PlayStation 2 und den Nintendo GameCube. Später kam da auch für den Game Boy Advance raus, aber das können wir, glaube ich, vernachlässigen. Ja, über Herr der Ringe muss ich, glaube ich, nichts erzählen. Das ist, glaube ich, mittlerweile Allgemeinbildung, was das ist. Aber das Game, der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Das ist wirklich meiner Meinung nach eins der besten Rollenspiele und eins der besten Herr der Ringe-Spiele, die es überhaupt gibt. Ich habe es schon zwei oder dreimal durchgespielt auf der Xbox. Und jetzt werden wir hier auf der PlayStation 2 loslegen mit einem neuen Spiel. In der Air-Region. Die Welt Mittelerdes ist im Wandel. Und die Schönheit der Elben schwindet. Sie geht ein in das Reich der Legenden und Mythen. Und auch die uralten Mächte der Erde, des Feuers, der Luft und des Wassers geraten in Vergessenheit. Doch es war nicht immer so. Vor langer Zeit waren die Elben in Eregion die Hüter des geheimen Wissens, schmiedeten die Ringe der Macht. Sie waren kostbare Schätze. Denn jeder einzelne Ring barg die Stärke und den Willen zu herrschen. Zu jener Zeit ahnten die Elben nicht, dass sie ihr Wissen vom treuesten Diener des Bösen erhalten hatten, Sauron. In den Feuern Mordors schmiedete Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. Mit diesem Ring versklavte er die Völker Mittelerdes. Doch nicht alles Licht verlosch, denn einige leisteten Widerstand. Und hieben Sauron den Ring vom Finger. Isildur, der Herr aller freien Menschen, vollbrachte diese Tat. Doch er war schwach. Und die Menschen versagten. Der Ring verließ Isildur und Geschichte wurde Legende. Legende wurde Mythos. Und was nicht hätte in Vergessenheit geraten dürfen, ging verloren. Dies war der Beginn des dritten Zeitalters. Doch die Reiche der Menschen zerfielen und mit ihnen ihre großen Städte. Zu jener Zeit regten sich die Mächte des Bösen aufs Neue und wieder bildete sich eine Allianz gegen die nahende Dunkelheit.
Die Elben riefen Vertreter der verschiedenen Völker nach Bruchtal. Unter ihnen war auch Boromir, der Sohn des Truchses von Gondor. Und hier, in Elronds Rat, schmiedete man einen mutigen und verzweifelten Plan. Schließe dich uns an. Stelle dich der Macht Mordors. Und hilf uns, das Blatt zu wenden. Ja, das war mal eine nette Filmstunde. Jetzt weiß auch der Letzte, worum es hier geht. Sei gegrüßt, Krieger Gondors. Hi. Vor dir liegt ein steiniger Weg. Na toll. Viel muss in diesem nahenden Krieg gewagt werden. Doch du wirst mich nicht enttäuschen. Das fühle ich in meinem Herzen. Aus dem Weg, Kreatur! Lass mich vorbei! Gib auf, oder du wirst heute Nacht bei den Würmern schlafen! Na super! Als erstes bekommen wir direkt einen Nazgul zu spüren. Warum denn auch nicht? Ich meine, die verputze ich doch zum Frühstück. Ich merke gerade selbst, dass der Bildschirm hat ein paar dunkle Streifen so bekommen. Muss ich mir mal später anschauen. Das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Also momentan können wir halt einen Angriff durchführen, einen Feind provozieren. Ich glaube, die sind schon sauer genug. Ich glaube, die muss ich nicht noch weiter provozieren. Oder wir sagen einfach mal, wir haben gar keinen Bock. Ne, komm, ich will jetzt Nazgul kloppen. Los, komm her. Oh, immun. Ja, super. Oh, Morgulstahl. Ich glaube, das ist nicht gut. Oh, ich bin tot. Okay, Let's Play vorbei. Können ausgehen. Misch dich nicht ein, Elbenwein. Zurück in den Schatten, Diener Saurons. Na holla! Die Gnade, die mir zuteil wurde, möge sie auf ihn übergehen. Möge er verschont werden. Ich schenke euch diese Gabe meines Volkes. Sie festigt die Seele und verbindet die Herzen der anderen. Eurer Tapferkeit verdanke ich mein Leben, Herren. Wie kann ich euch danken? Dafür ist keine Zeit. Wir müssen eure Ausrüstung finden und eure Wunden heilen. Ja, warum nicht? Machen wir mal. Okay, alles klar. Abenteuermodus. Reise durch Mittelerde und rede mit dessen Bewohnern. Außerdem findest du versteckte Gegenstände und triffst auf Gegner. Geschichten. Gandalf der Graue informiert dich über die Geschehnisse in Mittelerde. Seine Geschichten findest du im Menü unter Szenen. Neuer Tagebucheintrag. Und es gibt neue Szenen. Ja, warum nicht? Ein bisschen mehr Geschichtsstunde können wir ja machen. Ich bin jetzt überlegen. Das ist das Erste. Also das, was wir gerade gesehen haben. So, die Pläne der Nazgul. Ja, mein Freund. Vor dir liegt der lange Weg nach Minas Tirith. Du kommst auf den Befehl Denethors nach Bruchtal. Dein Heermeister, der tapfere Boromir, wurde nach Norden entsandt und du folgst seiner Spur. Aber sein Auftrag wurde verraten, denn im Osten regt sich das Böse, das ganz Mittelerde zu verschlingen droht. Dunkle Mächte haben die Verfolgung deines Herrn aufgenommen. Doch nun haben sie dich gefunden. Ja, sie haben mich gefunden, mich auch tot gekloppt. Finde ich gut als Beginn, Janne. Die Elbin. Idrial ist eine Elbin.
Ihr Volk hat sich von Mittelerde abgewandt und verlässt diese Gestade. Seit jeher hatten sie mit dieser Welt in Einklang gelebt und sich an ihren Wundern berauscht. Diese Elbin ist eine Kriegerin. Unterschätze die Elben nicht. Viele leben seit Jahrtausenden in dieser Welt. Und ihre Weisheit übersteigt die der sterblichen Menschen bei weitem. Und nun ist dir eine Angehörige dieses Volkes gewogen. Ja, und darüber freuen wir uns natürlich auch. Wir brauchen ja immer eine Quotenfrau, ne? So, ich hau da mal hier erstmal ab. Also das mit den Strichen, das bin ich jetzt gerade selbst ein bisschen überfragt. Vielleicht habe ich gerade mit dem Emulator ein bisschen rumgespielt und etwas vergessen zurückzustellen. Das soll uns jetzt aber wirklich nicht so irritieren. Truhen. Truhen enthalten wertvolle Objekte. Aber Vorsicht, der Feind ist nicht fern. Ja, es kann passieren, dass ein Feind auftaucht, wenn wir was aufmachen wollen. Beritor, gondorianischer Reiseschild, drittes Zeitalter. Und oben rechts könnt ihr schon sehen, gibt es eine Minimap. Also ich liebe Minimaps. Ich liebe sie wie sonst was. Wie Cola eigentlich schon fast. Wer meine Let's Plays wie Breath of Fire 3 kennt, weiß, dass ich Minimaps einfach brauche. Ansonsten komme ich nicht zurecht. Das finde ich scheiße. Also wir können hier, haben wir eine Übersicht, was wir so alles anhaben. Oder wir können direkt, was ich gut finde, neue Ausrüstung. Dann sehen wir direkt, was wir neu hinzubekommen haben. Wir hatten vorher nichts angehabt und daher rüsten wir das mal aus. So, und dann kann man natürlich Statistiken gehen. Also da kommen wir später hin, wenn wir ein Level abbekommen haben. Ah, ich vertipp mich jetzt manchmal ein bisschen. So, Fertigkeiten können wir uns betrachten. So, das hier wird sehr, sehr wichtig sein. Dazu werde ich dann aber später noch was sagen, wenn wirklich was Neues gelernt wurde. Also, wenn wir Fertigkeiten einsetzen, die AP brauchen und in dieser Kategorie sind, wird man in dieser Kategorie besser und kann dann auch bestimmen, in welche Richtung man gehen möchte. Ich empfehle an sich immer, geht dahin, zum Beispiel Ektelions Zorn, wo man mehrere Angriffe gleichzeitig macht. Das ist absolut göttlich. Das ist einfach nur göttlich, sowas zu machen. So kommt man auf jeden Fall weit. Den perfekten Modus, den werde ich später noch zeigen. Dann können wir Aufträge sehen, ein paar Szenen, Optionen. Keine Untertitel. Ah, die brauchen wir auch nicht, oder? Glaube ich nicht. Schwierigkeit ist gerade Mittel. Ich glaube, ich komme mit Mittel gut zurecht. Koop kann man auch spielen, wenn man gerade jemand anderen zur Seite hat. Ich bin ja leider ganz allein in meiner Wohnung. Von daher, wenn wir mal schön hier so Singleplayer weiterspielen. So, wir laufen jetzt so. Oben links taucht jetzt so ein Bällchen auf. Das bedeutet, ein Feind ist in der Nähe. Es gibt verschiedene Formen von Zeichen, die anzeigen, was für Gegner da sind. So ein Bällchen zeigt an, dass das ein ganz normaler Gegner ist. So, und wir haben einen Ork. Einen wunderschönen kleinen Ork. Anfang werdet ihr wirklich Probleme haben mit den AP. Die AP sind am Anfang sehr gering. Spezialfertigkeiten sollten da gut überlegt sein. Wir werden jetzt trotzdem machen mit Hieb des Wächters. Und ihr seht, plus 1 FP Schwertkunst. Also jedes Mal, wenn ihr eine Fertigkeit einsetzt und sie trifft, bekommt ihr einen Fertigkeitspunkt. Gibt es genug Fertigkeitspunkte, erlernt ihr eine neue Fertigkeit. Vor allem Idrial hat eine sehr mächtige Attacke, nämlich Zorn des Lautwassers. Das habt ihr gesehen, als was sie gegen die Nazgul verwendet hat. Es kostet aber wirklich 50 AP. Ihr könnt das nur einmal einsetzen, dann habt ihr ein Problem. Rechts seht ihr die Reihenfolge, ganz normal, wie so in einem rundenbasierenden Gefecht hier. Wer dran ist. Und oben könnt ihr halt sehen, wer das ist und wie viel Leben er noch hat. Und wir werden erstmal normal angreifen. Todeshieb. Momentan kein Problem. So, den haben wir erledigt. Feiern ein bisschen. Yes. Und haben Erfahrung gesammelt. Und Lembas Brot. Es gibt verschiedene Items. Ihr werdet nicht alle Items brauchen in diesem Spiel. Ganz garantiert nicht, ne? Aber es gibt ein paar, die werdet ihr unbedingt brauchen. Aktionspunkte. Für Spezialangriffe sind AP erforderlich. Mit Gegenstände, zum Beispiel Lembas oder Fähigkeiten, kannst du die Zahl der AP erhöhen. Ja, so einfach geht das.
Der rote Punkt zeigt an, wo wir hin müssen. Aber ich mache jetzt hier ein bisschen Exkurs hier. Idrial, Schutzamulett von bla bla bla. Habe ich jetzt gerade nicht geguckt. Deswegen finde ich Minimaps auch so gut. Man weiß, wo die Story weitergeht und wo man noch ein bisschen erkunden kann. Ich weiß überhaupt nicht, was für einen Gegengrund es geben sollte, eine Minimap einzusetzen. Schussamulett der Galadrim. Oh ja. Gibt Rüstung. Her damit. Rüstung mögen wir. Also nach dem Part werde ich nochmal schauen, was mit der Grafik hier los ist, warum ich Striche habe. Aber das wird wahrscheinlich eine kleine Einstellung sein. Oh! In der Nähe der Truhe ist jemand aufgetaucht. Okay, also hier können wir jetzt mal Zorn des Lautwassers mal einsetzen. Und zwar der einfache Borgschütze, der ist wirklich... Borgschütze? Habe ich gerade so einen Borgschütze gemacht? Ein Ork-Bogenschütze ist ein Borgschütze? Yes! Setzen wir mal auf den Ork-Schwertkrieger ein. Also ihr seht, die gehen direkt kaputt. Keine Chance. So, und wir machen mal Hieb des Wächters. Weil wir gut drauf sind. Yes! Ork-Pfeil. Oh, kritischer Schaden. Finde ich auch ganz cool, dass der Pfeil dann für eine Zeit lang noch stecken bleibt. Was sich rechts da für eine Säule auffüllt, das ist der Perfekt-Modus. Um halt ein bisschen extra Schub im Angriff zu bekommen. So, Aufstieg! Aufstieg! So, dazu wird aber nichts erklärt. Finde ich interessant. Wir gehen auf Statistiken, da sieht man auch direkt, ob wir einen Aufstieg haben. Dadurch wird Gesundheitspunkte und Aktionspunkte vollständig aufgefüllt. Von daher kann man so anpassen, wenn man weiß, dass der Charakter bald aufsteigt, kann man alles auch einsetzen. Also wir können Stärke erhöhen, das den Grundschaden von Nah- und Fernwaffen erhöht. Wir können den Geist erhöhen, das die maximale AP um den magischen Grundschaden erhöht. Konstitution, um die maximale Gesundheitspunkte deutlich zu erhöhen. Und den Schutz vor magischen Angriffen. Tempo, besserer Schutz vor Angriffen, geringere Zeit zwischen Angriffen, bessere Initiative. Und Geschick, verbessert die Chance, einen Gegner mit Nah- und Fernkampfen zu treffen. Bei Beritor, was empfehle ich da? Na klar, Stärke. Stärke auf jeden Fall. Und dann vielleicht ein bisschen auf Gesundheit und Geschick. Also so in etwa würde ich machen. Aber erstmal würde ich hier komplett auf Stärke gehen. So, dann haben wir Idrial, die auf jeden Fall auf Geist. Sie braucht so viel Geist, sie braucht einfach AP. Sie braucht AP und magischen Grundschaden, was anderes braucht sie nicht. Natürlich kann man die dann später darauf setzen, ein bisschen mehr Leben zu bekommen oder so, aber auf jeden Fall braucht sie das. Das braucht sie auf jeden Fall. Ah, öffnen. Lembasbrot. Das sieht auch schick aus. Langgrundblatt. So eine Trollstatue. Not bad. Ich habe auf der Straße Stimmen gehört. Ja, ich weiß. Wir könnten... Geduld. Ich suche Boromir von Gondor. Habt ihr ihn gesehen? Nein. Aber ich sehe Orks. Alles klar. Sobald wir Orks sehen, müssen wir die natürlich kaputt kloppen, ne? Oh, das sind aber ganz viele Leutchen. Ja, wir sind Beritor. Wir suchen Boromir, das Arschloch, aus dem ersten Film bekannt. Ja, ein richtiges Arschloch, den muss ich eigentlich nicht suchen. Das möchte ich gern vermeiden, aber egal. Der Ork-Schwertkrieger bekommt erstmal ein bisschen Wasser. Wasch dich mal, du dreckige Sau. Und Beritor macht Hieb des Wächters. Dreifacher Critical. Wow, not bad. Autsch. Als Belohnung bekommen wir aber einen Pfeil ab. Finde ich nicht so gut. Und nochmal. Hieb des Wächters. Und ein Ork-Pfeil. Auf wie die Elben. Yam, yam, yam. Gut für die Verdauung, so ein Pfeil im Magen. So, normaler Angriff. Bam. Hast du verdient. Ja, spielen ein bisschen mit dem Schwert. Ja. Mann, sind wir Macho. Das gibt wieder einen Aufstieg.
Aufstieg! Oh Mann, sind wir gut. Tja, wir sind so nice. Und wie ich würde sagen, wir hauen wieder in Stärke rein. Und in Geist. Einfach mal hochpushen ein bisschen. Und dann kann man später noch ein bisschen verfeinern. Aber anfangs müsst ihr echt hochpushen. So, ah, da sind noch Truhen. Truhen hebe ich gerne auf. Orkanschleim. Mmh, yummy. So, Spiel speichern. An Speicherpunkten kannst du das Spiel speichern. Ja, finde ich gut. Möchtest du denn speichern? Ja, warum nicht? So, ich habe vorhin schon ein bisschen mal ausprobiert hier. So, speichert Daten. So, erfolgreich gespeichert. Gut, ich würde sagen, das war's dann mit dem ersten Part. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Projekt wieder kommen würdet mit Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Bis dann.